habe schon das Gefühl, dass die Fans mich wieder akzeptieren als Borussia Dortmund-Spieler. Ich habe das Gefühl, dass sie jetzt auch mal vielleicht ein bisschen mehr in der Zeit jetzt meine Wahrnehmungen verstehen als noch damals. Und dass ich auch den Schritt wieder hierhin gemacht habe, dass es ein positives Zeichen war. Ja, war scheiße, als er gewechselt ist, hat mich auch ganz schön angepisst. Jetzt ist er wieder da, er spielt. Ist halt ein Job, ne? Mittlerweile, ich glaube, so die Dortmund-Fans sind mittlerweile die, die am entromantisiertsten sind mit den Spielern, was das angeht. Also da erwartet man sich nicht mehr viel und dann wird man nicht enttäuscht. Ich habe ihn noch hart kritisiert am Anfang, aber mittlerweile. Er war sehr jung, ich glaube, er hat daraus gelernt. Für 4 Millionen im Jahr mehr als bei Dortmund wäre ich auch gegangen. Also wir sind ganz ehrlich. Als Götze gewechselt ist, ist für mich die Illusion, irgendein Spieler steht für den Verein einfach, die war weg. Und die wird auch nie wiederkommen. Insofern, wenn er wieder da ist, spielt er für uns, ja. Aber so wie es früher mal war, wird es nie wieder werden. Wir haben eine Fangemeinde, man wird hier geliebt. Man wird hier wirklich richtig geliebt. Und wenn man so eine Scheiße abzieht, man kann nicht 2 Wochen vorher, ne, das Logo küssen. Und dann sagen, okay, ich verpiss mich jetzt, das macht man nicht. Also, der spielt gut, überhaupt kein Problem, wirklich. Aber er hat uns was genommen. Wir sollten uns nicht immer alle auf die Schnauze hauen, nur weil da einer mal da oder da, ne? Ein Andreas Möller, der ist damals zu den Blauen gegangen. Das ist noch viel schlimmer, ne? Oder nicht? Und uns ist nie wiedergekommen. Das wird im Herzen bleiben, verzeihen kann man es ihm nicht. Aber man kann drüber stehen. Man kann drüber stehen, aber verzeihen kann man es nicht. Wie lange will man heulen? So einen Spieler lässt man nicht gehen. Den muss man spielen lassen, den muss man zeigen, dass man das Vertrauen zu ihm wieder hat. Dann zeigt er auch alles, was er kann. Und dann ist er für uns da. In den letzten Spielen hat er zunehmend gezeigt, dass er seine alten Fähigkeiten zurückerlangt und ist für die Mannschaft wichtig. Und ich hoffe, dass er heute spielt und vielleicht mehr Torgefahr noch ausstrahlt. Jeden Tag und jede Nacht, Forza BVB. Schwarz und Gelb, alle! Ich bin total froh, jetzt zu sehen, dass nach dieser langen, erneuten Leidenszeit, krankheitsbedingt, ja, offensichtlich alles wieder am Kommen ist. Nur die Menschen sind ungeduldig. Ja. Sie wollen den 17-Jährigen sehen, ohne genau zu wissen, wie der gespielt hat. Sie wollen den sehen, die wollen die Frische, die Leichtigkeit sehen. Aber ich habe mir jetzt ein paar Spiele angeguckt und ich habe vieles wieder erkannt, was ich schon häufig gesehen habe. Ich glaube, er ist mittlerweile in einem Alter und diese letzten paar Monate haben sicher auch noch mal gut getan. Ich finde, ansonsten wäre nichts gut waren, um das Ganze noch mal so richtig zu verstehen. Und ich habe den Eindruck, dass er jetzt das Ganze wieder wirklich mit Spaß auch machen kann, das wirklich auch auszuleben auf dem Platz. Und das würde ich mir total wünschen, weil er das einfach drauf hat. Das ist ja nun mal so. Das ist das Talent, das er hat, ist eben dann auf dem Niveau auch irgendwo eine Verpflichtung, um tatsächlich abzurufen. Und ich würde mir das sehr gönnen. Als Ersatzspieler der Europa-Weitenfeller, Lugi Schein, Mario Götze. Es war unter der Woche so, dass ich ja nicht alle Trainingseinheiten mitmachen konnte, aber war eigentlich auch davon ausgegangen, dadurch, dass ich Mittwoch, Donnerstag trainiert habe, dass ich dann auch spielen werde, war nicht der Fall. Natürlich, ich glaube, also gerade jetzt auch in so einem Spiel ist man natürlich total enttäuscht, das war ich auch. Und dann weiß man natürlich nie, was passiert und war nicht so prickelnd, muss ich sagen. Und ist auch nicht so toll, auf der Bank zu sitzen und dann nur reinzukommen, ist nicht so schön.
Für die Spielzeit, die ich hatte, die 20 Minuten, war es optimal. Ja. Ich glaube, Balleroberung bei uns in der eigenen Hälfte, auf der rechten Seite. Dann ging der Ball relativ schnell zu Schür rüber und habe eigentlich schon gemerkt, dass es dann ein Konter werden kann. Und Schür hat es überragend gemacht, hat, glaube ich, zwei ausgespielt in der Mitte und wusste dann eigentlich schon, dass er ein freies Blickfeld hatte. Mit perfekt dann durchgespielt und optimal serviert, um dann einfach noch das Tor zu schießen und da noch den Chip zu machen, bevor der Torwart den Ball erwischt. Deswegen war wichtig für uns als Mannschaft, für das Spiel, für generell für mich auch. Wir sind ja gleichzeitig hergekommen wieder, er zurück und ich hierher. Das war schon immer so ein bisschen unser Traum, auch im Verein miteinander zu spielen. Wir versuchen uns zu suchen, weil so eine Verbindung, wenn man die dann auch auf dem Platz hat, das ist einfach was Besonderes. Dann beschreib mal dein Tor. Das war ja ein Hauch von Bio. Das war eigentlich schon vorherzusehen, dass die Medien wieder darauf eingehen, auf Rio, auf die Vorlage von Xu, auf das Tor von mir. Und so war es auch in dem Fall, dass ich gefragt worden bin danach, ein Hauch von Rio, obwohl es jetzt schon 4 Jahre her ist. Also es ist schon sensationell, wie viel Bedeutung das Tor hatte. Und daran wird man gemessen eigentlich auch jeden Tag, also mit diesem entscheidenden Tor. Und dieses Bild ist eigentlich verankert in den Köpfen der Leute. Und das ist nicht ganz so leicht. Ne? Seitdem ich meine erste Verletzung gehabt habe, meine Schambeinverletzung mit 19 damals, ging es so los, dass ich mich mit dem Thema beschäftigt hatte. Mit Ernährung, mit Training, mit Regeneration, mit Verletzungsprophylaxe im Großen und Ganzen eigentlich, weil ich eben nicht wollte, dass ich mich nochmal verletze. Durch diesen Rückschlag habe ich eigentlich viel gelernt und habe versucht, generell auch Ernährung als Teil von meinem Beruf zu sehen. Ich habe viele Dinge ausprobiert, ob Paleo, ob wenig Kohlenhydrate, ob Protein und Fett reich, ob einfach mal komplett auf Weizen zu verzichten oder Fastenphasen einzuführen, und habe mir jetzt eigentlich den Fokus darauf gelegt, dass ich einfach auf Qualität achte, dass ich weiß, was ich esse, dass ich weiß ungefähr, wo es herkommt. Ich habe dann irgendwann mal auch das Buch von Djokovic gelesen, wo mir auch, ja, einfach ein Einzelsportler zu sehen war, der viel Wert darauf gelegt hat. Und aus dem Buch habe ich viel mitgenommen, was Ernährung betrifft, was seine Einstellung betrifft, und habe dann einfach auch mal noch weiter gelesen, ob LeBron James, ob Steph Curry, ob Nadal. Und seitdem bin ich da auch so hinterher, einfach für mich so mein eigenes Best-of zu kreieren sozusagen. Deswegen habe ich zu Hause ein Gym, habe zu Hause jetzt wahrscheinlich bald eine Kryo-Kältekammer, habe eine Sauna zu Hause, habe einen Behandlungstisch zu Hause, weil es eben auch mein Beruf ist, weil ich mich weiterentwickeln möchte. Schlaf ist auch ein Teil meiner Regeneration oder eben auch der Verletzungsprophylaxe, um eben so ein bisschen zu schauen, wie schlafe ich. Habe ich viel geschlafen, habe ich wenig geschlafen? Und ich habe eben so eine Anzeige, wo ich dann jeden Morgen schauen kann, wie ich geschlafen habe, wie meine Schlafphasen waren, um einfach so einen groben Überblick zu haben für mich. Ich habe mir das einfach mal zur Gewohnheit gemacht und gesagt, das sind 30 Sekunden am Tag zu sehen, wie mein Schlaf war. Dann auch natürlich von meinem Vater, der hat mir das da angeboten und mir gezeigt. Und klar, ich war dann gewisserweise Versuchskaninchen, und seitdem nutze ich das, ja. Ich habe dann irgendwann mal mir gedacht, die Einzelsportler haben ein Team für sich, weil die eben nur mit dem Athleten zusammenarbeiten und ihn eigentlich kennen, wissen, was braucht derjenige, wie trainiert der, wie tickt der, wie ist sein Körper, welche Schwachstellen hat er. Und habe ja dann einfach auch verschiedene Leute kennengelernt und arbeite seit 4 Jahren mit Thierry Murisch zusammen und habe einen Fitnesstrainer damals, mit dem ich viel meine Reha gemacht habe, den Andreas Schlumberger, den ich schon lange kenne, oder jetzt auch jemanden im Bereich der Ernährung, ob es damals Mona in München war, mit der ich viel Kontakt hatte, und jetzt mit 2, 3 anderen Leuten, die mir immer mal wieder Input geben, ob es jetzt auch in Essen 2, 3 Physiotherapeuten sind, mit denen ich zusammenarbeite, die mir immer mal wieder Hilfestellung geben. Bayern war nur eine Möglichkeit für Mario. Wenn Mario gesagt hätte, so, übrigens, ich wäre bereit zu wechseln. Nur mal einfach so die Nachricht rausfeuern. Die wären alle angerannt gekommen. Alle. Barcelona, alle wären angekommen. Keiner hätte gesagt, nee, jetzt nicht.
Jeder versucht, das den Platz frei zu machen. Und dementsprechend habe ich das nie empfunden, als dass er uns verlassen hat. Er hat eine Entscheidung getroffen, die ich nicht für absolut richtig hielt. Aber was soll das? Wer bin ich, um eine Entscheidung für andere Leute zu treffen, was ist richtig und was ist falsch? Das war im Nachhinein eine komplett falsche Entscheidung. Das ist klar, das sieht er sicherlich heute auch so. Du hast ja damals noch geglaubt, dass Mario mal einen Weg nimmt wie Messi oder so. Und das muss man natürlich auch festhalten, das ist nicht so passiert. Und insofern, ich glaube, dass dieser damalige Wechsel dafür der entscheidende Ausschlag war. Weil in dieser Mannschaft, die wir hatten, da fühlte er sich geborgen, da war er super aufgehoben und das passte alles perfekt. Der ganze Club hat ihn getragen und das ist nie wieder so gekommen, das muss man auch sagen. Man kann das emotional auch irgendwo begründen, ja, da wäre alles gut gegangen. Also wäre Mario auch in Dortmund mit seiner Stoffwechselkrankheit, hat die Ursache München. Es ist ja alles rein hypothetisch und spekulativ. Fakt ist, dass Mario, als er Weltmeister wurde, ein Spieler von Bayern München war. Aber es geht in diesem Film weder um Aki Watzke noch um Matthias Sammer, sondern die Entscheidungen von Mario zu akzeptieren und zu respektieren, weil die Lebensschule ist die Aufgabe des Lebens und nur ein Mensch gilt es hier zu respektieren für seinen Weg und für seine Menschlichkeit und das Mario. Aus der Sicht von Aki Watzke kann ich es nachvollziehen. Klar bin ich damals gewechselt und dann noch zu dem Konkurrenten, wo wir gerade im Champions-League-Finale gegeneinander gespielt haben. Deswegen kann ich seine Aussage auch verstehen und kann auch verstehen, wie er die Dinge sieht. Also ich würde es auf gar keinen Fall als Fehler beschreiben. Es ist eine Riesenerfahrung gewesen für mich und eine Top-Top-Zeit. Ich musste einfach von zu Hause weg. Ich musste mit diesem Trainer arbeiten, mit der Mannschaft arbeiten und da versuchen, einfach das Beste für mich rauszuholen. Und das war für mich wichtig. Fakt ist, ich hatte damals 100% das Gefühl, dass es zu früh ist. Bei uns ist er mitgeschwommen. Er war zwar ein Star in der Mannschaft, aber einer von vielen Stars. Wir sind gemeinsam gewachsen. So, das ist gut in so einem Alter. Du machst tolle Spiele, freut sich jeder, hebt dich raus. Mit Mario Götze entscheidet das Spiel. Du machst kein gutes Spiel. Du hast entweder ein anderes gutes Spiel gemacht oder du bist immer noch das junge Eigengewächs und alles ist cool. Aber bei diesem sehr aufsehenerregenden Wechsel damals, da ist diese Nische sofort erledigt. Von jetzt an musst du sofort Woche für Woche performen. Durchschnittliche Leistungen wurden als schlecht bewertet, gute Leistungen als nicht gut genug. Nur wenn er mal Top-Leistung gebracht hat, dann war das in Ordnung. Und dafür war es zu früh. Du bist natürlich noch mal unter ganz anderer Beobachtung, unter ganz anderer medialer Beobachtung. Es ist bei Bayern nicht so, dass dann irgendjemand noch interessiert, ob du jetzt in der Entwicklung bist oder was auch immer. Das heißt, Bayern München heißt Leistung bringen. Ja, egal wie alt du bist und wenn du es nicht tust, dann spielst du eben nicht. Dann kommst du dahin, dann haben die Leute auch Erwartungen für den Preis. Da muss man auch sagen, das war eine Menge Geld. Jeder hat unglaubliche Erwartungen an ihn gehabt. Man muss halt auch mal sagen, wir sind alles nur Menschen. Durch den Wechsel zu Bayern München hat sich schon bei ihm dann auch was geändert. Und du merkst schon, das hat ihn das erste Mal dann auch negativ oder nachhaltig auch beeinflusst. Das gab es ja dann auch eine Menge Gegenwind. Und da hat er so ein bisschen von der Leichtigkeit verloren. Und war auch so mein Gefühl, dass er die auch dann in den nächsten Jahren nicht mehr komplett zurückgekriegt hat. Ich habe das stückweise so erlebt, dass durch die Erfahrung, die ich gemacht habe, durch den Wechsel, durch die Fans, durch die Entwicklung, dass natürlich ich eine andere Person geworden bin und durch die Erlebnisse auch gewachsen bin. Es war natürlich schon so, dass es zum Nachdenken angeregt hat und auch mir vielleicht dann eine gewisse Leichtigkeit genommen hat, so durchs Leben zu gehen, wie als wenn ich 17 oder 18 wäre. Aber ich glaube, dass es auch gut war und ich glaube auch, dass mir das geholfen hat, die Dinge ein bisschen anders zu sehen und auch Fußball ein bisschen anders zu sehen. Dieses Spiel wurde natürlich mit besonderer Spannung erwartet. Die erste Rückkehr von Mario Götze in sein Wohnzimmer
ins Dortmunder Stadion. Er stand nicht in der Startformation. Die BVB-Fans hatten sich entsprechend gerüstet mit Anti-Götze-Bannern, wo natürlich sämtliche Klischees bedient worden sind. Geldgier etc. pp. All das, was man jemanden, den man früher mal geliebt hat und den man jetzt hasst, unterstellen kann an Bösartigkeiten, an charakterlichen Abgründen. Im Endeffekt war es so, dass ich auf der Bank gesessen bin und mich warm machen wollte. Da hieß es aber im Vorfeld schon, dass ich mich im Tunnel warm machen soll aufgrund der Fans. Und ich glaube, es wäre dann sogar so gewesen, dass ich mich an der Südtribüne hätte warm machen müssen. Und da wurde ich schon von vornherein von abgeraten. Das macht auf jeden Fall einen Unterschied, wenn man merkt, so die Energie im Stadion, dass die Leute gegen einen sind und auch diesen Hass so ein bisschen auf den Spieler übertragen wollen. Da ich ja den Jungen kannte, und zwar nicht so, wie ihn die Menschen da draußen meinen zu kennen, sondern da ich ihn ja wirklich kannte, tat mir das sehr leid. Ich habe die Reaktion natürlich ein Stück weit nachvollziehen können, aber ich wusste, wie Mario wirklich ist und wusste, wie ihm das zu Herzen geht. Man versucht das natürlich dann auf dem Platz, wenn man drauf bleibt, ein bisschen einfach nicht wahrzunehmen, ein bisschen sich in einem Tunnel zu befinden, so sich auf das Spiel zu konzentrieren. Ist mir auch in dem Moment ganz gut gelungen, muss ich sagen. Für mich persönlich, immer wenn ich auf den Platz gehe, dann schaltet man das, was außenrum passiert, ziemlich gut ab. Alles passieren dürfen, aber nicht, dass ausgerechnet Mario Götze dann auch noch das Tor macht. Ich habe wie fasziniert auf ihn gestarrt nach diesem Treffer und ich werde niemals seine Handbewegung vergessen. Er hob die Arme leicht hoch, aber das war fast mehr Ausdruck eines Entsetzens, Ausdruck von Scham. Die Anzahl der qualitativ hochwertigen Spieler, die es bei Bayern gab, hat dann Mario manchmal auch in der Wahrnehmung, ich sage speziell in der Wahrnehmung, muss ich ja nur seine Statistik angucken, die war auch außergewöhnlich gut, ganz schnell in eine Ecke gestellt. Das zweite Jahr hat er die meisten Spielminuten in seiner ganzen Karriere gemacht. Mehr Spielminuten, als er jemals in Dortmund gespielt hat. Und trotzdem hatte Guardiola ihn dann im Halbfinale der Champions League nicht aufgestellt. Und daraus hat sich dann so ein medialer Hype entwickelt. Der passt nicht, das funktioniert nicht. Also wenn man nur auf die Scorerpunkte der ersten zwei Jahre guckt, dann ging es eigentlich genauso weiter wie in Dortmund. Es wurde nur zu viel Fokus auf ihn gelegt. Also es wurde einfach dann nicht mehr objektiv betrachtet. Ich glaube, das Problem war der Fokus und nicht die Leistung. Er hat sehr viele Spiele gemacht in den ersten beiden Münchner Jahren, definitiv. Einziges Manko ist eben, dass er in entscheidenden Spielen oft nur eine Nebenrolle hatte. Und das ist natürlich das, was ein Nationalspieler oder jemand, der eine Mannschaft trägt oder prägen möchte, auch eigentlich möchte. Er will in den großen Spielen da sein und da glänzen. Und das hat ihn sicherlich auch ins Nachdenken gebracht, wie das für ihn bei den Bayern weitergehen kann. Natürlich wurde Mario über die gesamte Bayern-Zeit ja relativ kritisch beäugt. Natürlich konnte er an seine Leistung aus Dortmund nicht ganz anknüpfen. Das muss man natürlich auch fairerweise sagen. Aber ich glaube, dass Mario auch ein Spieler ist, der absolutes Vertrauen braucht in seine Person, der diese Sicherheit braucht auf dem Platz. Und diese war eben nicht so gegeben, ob es von Trainer oder Führungsseite aus war. Wo Genialität ist, ist auch in meinen Augen immer Sensibilität, auch Verletzbarkeit, Verwundbarkeit. Mario hat zu wenig Liebe und Anerkennung bei Bayern bekommen, um dann auch mal Schwierigkeiten, die ein Junge hat, zu überstehen, weil
speziell junge, sensible Menschen brauchen Rhythmus im Leben. Und den hat man ihnen dann auch ein bisschen genommen. Ich finde, dass Pep Guardiola fachlich einer der allerbesten Trainer war, dass das eine enorme Bereicherung für mich war und für mein Wissen einfach auch über Fußball. Ich hatte halt das Gefühl, dass er nur in diesem Raster denkt und den Menschen und das, was drumherum war, einfach außen vor gelassen hat. Ja, dass ihm das in der Hinsicht nicht so wichtig war. Ich war noch nie Trainer, ich weiß nicht genau, wie ich es machen würde, keine Ahnung. Aber für mich in der Situation noch als junger Spieler von Dortmund nach München hatte ich so generell das Gefühl, ja, dass die Empathie nicht so ausgeprägt war. Ja. Das war nicht so leicht für mich, gerade wenn ich von Kloppo gekommen bin und er wie ein bisschen wie mein Vater im Fußball war und dann eben die Situation mit Pep, das war dann schon in der Hinsicht ein kompletter Unterschied. Ich glaube, dass wir einen engen Draht beieinander hatten, aber ich war nicht der Trainer. Ich glaube, dass Mario Götze ein Spieler ist, auch mit seinen tiefgängigen Denkweisen, der Liebe spüren muss, Vertrauen spüren muss, unantastbar sein muss, gleichzeitig Pep Guardiola von Ehrgeiz im positiven Sinne auch zu fressen und damit eben auch manchmal etwas zu wenig Ruhe und zu wenig Souveränität im Umgang in Entscheidungen hatte. Also ich finde, dass meine Meinung und auch meine Ansicht, für einen Weltklasse-Trainer gehört das einfach auch dazu, weil die Sportler auch Menschen sind in der Hinsicht und dass man beides vereinen sollte. Ja. Also es wirkte für mich nicht so, als ob sich da ein Verein gefreut hat auf einen Spieler, der gekommen ist. Und nicht alle Personen beim FC Bayern waren damals offenbar bereit, auch alles dafür zu tun, dass Mario Götze sich da gut integriert, dass er an Sicherheit gewinnt und dass er auch in die Lage versetzt wird, seine Fähigkeiten dann letztendlich in den Dienst der Mannschaft stellen zu können. Für mich war eigentlich logisch, ihn zu stabilisieren, ihn in diesem Geflecht weiter zu integrieren. Dazu ist der Club manchmal auch nicht in der Lage, dass man, wenn man Individualität in den Vordergrund stellt, Menschen lesen muss und ihnen auch entsprechend ihren Eigenschaften und Fähigkeiten begegnen muss. Leider können das nicht viele erkennen. Ich bin damals eben von zu Hause ausgezogen, bin dann nach München gezogen und es war gut, meinen Bruder zu haben, dadurch, dass ich noch so jung war. Er ist natürlich noch der Ältere und sagt halt auch gerne seine Meinung, davon rückt er auch nicht ab, deswegen war es immer nicht ganz so leicht, mit ihm zu diskutieren. Ich und Mario, wir haben 2,5 Jahre in München zusammen gewohnt und es war eine geile Zeit, weil ich es auch als Riesenmöglichkeit gesehen habe, einfach dann dritte Liga zu spielen. Und da habe ich dann auch 2 Jahre bei Unterhaching gespielt. Unterm Strich war es mit die wahrscheinlich beste Zeit, die man haben kann. Ich glaube, als junger Erwachsener von 18 bis 25 mit 20 anderen 18 bis 25-Jährigen im gleichen Alter jeden Tag das zu machen, was Spaß macht, in dem Bereich, wo ich unterwegs war, also so habe ich zumindest das Empfinden gehabt, war es nicht der Job, den ich jetzt bei meinem Bruder kenne, sondern es war mehr noch das, was man halt als Fußball versteht. Also es hat Spaß gemacht, es ging nicht nur um den Job Fußball, sondern es war auch viel mehr zwischenmenschlich. Ich hatte Freunde in dem Verein, mit denen man eigentlich jeden Tag was gemacht hat. Jeden Tag ist man mit denen irgendwo hingegangen. Und das war halt schon eine richtig, richtig coole Zeit. Haching drückt diesem Spiel seinen Stempel auf mit diesem tollen Tor von Fabian Götze. Nur 2 Minuten nach der RB-Führung trifft der Bruder des deutschen Nationalspielers Mario Götze, übrigens um 37 Millionen Euro günstiger als sein Bruder, zum Ausgleich. Mit 25 habe ich gesagt, okay, ich schaue mich jetzt nochmal nach was anderem um, weil ich viel verletzt war und ich wahrscheinlich 50-50 gespielt und in der Reha verbracht habe, so ungefähr. Ja, und das hat halt dann einfach zum Entschluss geführt, dass ich gesagt habe, nach meinem pfeifischen Drüsenfieber, ich mache jetzt was anderes, ich schaue mich nach was anderem um und bin halt dann beim BWL-Studium gelandet. Also für meinen Part ist es eigentlich so, dass ich schon versuche, maximal autark von Mario zu leben und auch zu versuchen, meine eigene Biografie irgendwie zu leben.
Wir hatten damals einen U15 Westfalen-Auswahltrainer, der mir damals gesagt hat, Fabian, dein Bruder ist das beste Talent, das wir seit 15 Jahren hatten. Und so bin ich halt aufgewachsen. Und es war nie ein Trainer bei Dortmund, der das auch nicht so gesehen hat. Und das war einfach normal. Es gab nie einen Punkt, der mich jetzt genervt hätte, wo ich gesagt habe, okay, scheiße, jetzt ist er besser wie ich. Den gab es nicht, weil er immer besser war. Es gibt die Leute, die arbeiten für etwas und es gibt einfach diese wahnsinnigen Talente, die dies, warum auch immer, einfach können. Ich meine, ich habe damals auch mit Toni Kroos in der Nationalmannschaft ein, zwei Lehrgänge bestreiten dürfen und der musste nicht viel trainieren. Der war einfach so gut. In meinem Jahrgang war der Spieler und das war Mario halt zwei Jahre später sozusagen. Also dann stellt sich mir die Frage jetzt als Fußballer, wie will ich jetzt einen höchst Talentierten überholen, der auch viel trainiert? Dieses Hard Work Beats Talent, das hört sich so verlockend an, weil es so nach dem Motto ist, jeder kann das schaffen, wenn er nur ganz, ganz viel arbeitet. Man kann viel schaffen, aber ich kann noch so viel singen üben. Ich werde niemals singen wie James Blunt. Das geht nicht.